Und Lenny fängt an. Ja, herzlich willkommen zu unserem Stream. Empfang des SC Freiburg nach einer unglaublichen Saison. Und Sie können mal sehen, was hier los ist am Platz der alten Synagoge vom Stadttheater, wo der SC Freiburg sich gleich ins Goldene Buch eintragen wird. Es ist genial, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist voll geworden. Wir haben wunderbares Wetter. Und wir freuen uns einfach darauf, dass wir heute eine Mannschaft würdigen, die es wirklich verdient hat, hier erstmal im Livestream ab 20.15 Uhr, dann auch im SWR Fernsehen. Denn Freiburg war nicht nur zum ersten Mal im Pokalfinale, sondern ist ja auch qualifiziert für die Europa League als Sechster. Und das ist es allemal wert, dass wir sagen können, okay, das lohnt sich heute Abend hier zu sein. Die Mannschaft wird genau auf dieser Bühne stehen. Wir gehen davon aus, in etwa einer halben Stunde, nachdem sie sich oben ins Goldene Buch eingetragen haben. Und vor Ort, genau dort, wo das passiert, zusammen mit dem Oberbürgermeister Martin Horn, ist mein Kollege Lennart Brinkhoff. Lenny, wie sieht's denn aus? Ist alles bereit? Und wann ist die Mannschaft denn endlich da? Ja, ich schätze, hier sind so 50, 60 Leute sind schon hier im Raum und das Goldene Buch, von dem wir gesprochen haben, liegt hier aufgeschlagen hinter mir. Da wird sich die Mannschaft von Christian Streich mit der Delegation dann gleich entsprechend eintragen. Der Oberbürgermeister Martin Horn wird dabei sein, kam gerade schon neben mir vorbei, begrüßt hier die Menschen im Saal. Ein Saal, der hier im Theater von Freiburg ist, ganz in der Nähe von dem Platz, den wir gerade gesehen haben. Und die Mannschaft soll unterwegs sein. Wir haben so eine kleine Live-Verfolgung gerade und die Mannschaft nähert sich so langsam hier dem Gebäude an. Aber es war nicht ganz sicher, sind es ein paar Minuten oder sind es vielleicht noch 5, 6 Minuten. Und dann werden sie durch diese Tür hier, Kamera schwenkt mal rüber, werden sie durch diese Tür hier reinlaufen und dann sicherlich auch hier gebührend empfangen, so wie wir es draußen vorhin schon erlebt haben. Es geht nicht um einen Verlierer, hat man das Gefühl, sondern es geht um die Würdigung einer tollen Saison, einer erfolgreichen Saison, die mit der Qualifikation für Europa abgeschlossen wurde. Wir wagen vielleicht noch mal den Blick nach draußen. Tom, ich gebe noch mal zu dir. Ja, und wir warten ja alle auf den Bus, der wird aber in einer Seitenstraße ankommen. Ich glaube, das werden die Menschen hier auf dem Platz gar nicht sehen. Aber der Bus ist jetzt angekommen. Das habe ich gerade gehört von Kollegen, die den Blick haben. Ich sag mal, von mir etwa so 100, 150 Meter entfernt. Und natürlich ist das auch für die Spieler jetzt keine richtig leichte Situation. Die Saison ist zu Ende, sie war hart, sie war lang und sie ist leider mit dem Erlebnis zu Ende gegangen, was man sich so nicht gewünscht hat. Verloren im Elfmeterschießen, trotz einer wirklich unglaublichen Leistung gegen ein Top-Team wie RB Leipzig, die ja völlig zu Recht Champions League spielen. Gegen die hat man dreimal nicht verloren und gestern, wie gesagt, dieses unglückliche Elfmeterschießen und was da alles los war in der Verlängerung, Innenpfosten getroffen, Latte getroffen und am Ende steht man dann da und lässt sich feiern und ist irgendwie sowas wie der Pokalsieger der Herzen, aber hat eben den Pott nicht in den Händen. Und trotzdem, ich weiß, dass Christian Streich eben noch eine kleine Ansprache gehalten hat, dort im Stadion, als die Mannschaft zurückgekommen ist. Sie ist ja gelandet am Flughafen direkt in der Nähe, hat Christian Streich nochmal versucht, die Mannschaft einzustellen. Sicherlich auch so ein bisschen für die nächsten Wochen, aber auch heute nochmal für diesen Abend. Und ich glaube, jetzt geht's los und Lennart Brinkhoff hat einen sehr prominenten Freiburger, einen der Gründerväter des SC sozusagen, am Mikrofon. Ja, der auch sehr, sehr lange Trainer war, auch schon regelmäßig bei uns in SWR-Sendung, Volker Finke. Ich habe gerade so formuliert, es fühlt sich nicht wie ein Empfang für eine Verlierende oder für eine Verlierermannschaft an. Wie fühlt es sich für Sie an? Nein, überhaupt nicht. Jetzt das ist zum ja Stream. So, dass das Erreichen des Pokalfinales, aber in dem Fall gilt es jetzt vor allen Dingen im Zusammenhang mit einer guten Saison. Für Freiburg ist immer so, wenn man 3, 4 Plätze besser ist als die Budgettabelle sozusagen, so haben wir immer gedacht. Also wir waren relativ oft eben auch mit dem Budget in der Tabelle ganz weit hinten. Und wenn wir dann einen Klassenerhalt geschafft haben oder waren im unteren Mittelfeld, haben wir gesagt, die Saison ist gelungen. Und das gilt jetzt dieses Jahr ganz besonders, weil so ein 6. Platz ist wirklich mehrere Plätze höher als die Budgettabelle des SC Freiburg. Insofern ist es super gut und ich glaube, das fühlt sich tatsächlich speziell jetzt auch mit 2 Jahre Pandemie, so viele Emotionen, die jetzt zu sehen sind, haben ein klein bisschen auch damit zu tun, aber vor allen Dingen auch, dass mit dem SC Freiburg einfach ein Sympathieträger da ist, der die Menschen sozusagen mitnimmt. Volker Finke, vielen Dank. Wir würden mal einen Schritt weitermachen zum Oberbürgermeister Martin Horn. Schön, dass das auch klappt. Wissen Sie mehr als wir? Wie viele Sekunden, Minuten sind es noch? 2. Nicht Sekunden, sondern Minuten hoffentlich. Ja. Dann müsste gerade gleich losgehen und dann kommt das Team. Und dann gibt es eine kleine Begrüßung von meinerseits. Es gibt vom Oliver Lick hier als Finanzvorstand eine kleine Gegenrede, einen Gruß vom Team und dann Eintrag ins Goldene Buch. Und dann geht es eigentlich heute um den Haupteck raus zu den Fans. Die haben so wahnsinnig viel supportet. Riesenrespekt, Riesendank.
Ich hatte gestern vor dieser großen Kurve in Berlin, ich stand da unten, das Gefühl, Freiburg gewinnt und verliert zusammen und das auf eine sehr respektvolle, positive Art und Weise. Also jetzt ohne, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir, man macht sich nicht besser, wenn man andere schlecht macht. Aber auch nach Abpfiff, selbst bei der Siegerehrung, hat man nur einen Fanblock gehört und das war unserer. Und das ist, glaube ich, ein tolles Zeichen, einfach wie groß der Support hier aus der Region, aus der ganzen Stadt ist. Dann will ich Sie jetzt vor dem wichtigen Prozedere nicht länger ablenken. Der Stift lag schon im Reich im Buch. Oliver Leki sehe ich jetzt da gerade noch, Vorstand des SC Freiburg. Vielleicht weiß der mehr, wie viele Sekunden es noch sind, Oliver Leki. Ich glaube, es geht gleich los. Die Mannschaft müsste jeden Moment da sein. Es ist eine phänomenale Stimmung schon jetzt draußen. Ich kann immer ganz schwer schätzen, wie viele das sind, aber es sind viele, viele tausend Fans da. Ich freue mich gleich sehr. Wie hat sich die Stimmung von dem, was ich gestern nach Abpfiff erlebt habe, die so gemischt war natürlich zwischen der Enttäuschung, aber diesem gigantischen Jubel aus der Kurve, wie hat sie sich über die Nacht entwickelt in Kreuzberg? Ja, mit einmal schlafen ist die Enttäuschung ein bisschen weniger geworden, aber sie ist natürlich immer noch da. Es war gestern klar, dass so viel Energie da reingesteckt, sich so viel vorgenommen und dann ist natürlich erstmal Enttäuschung da, aber ich glaube, mit ein paar Tagen Abstand werden das alle auch als wirklichen Erfolg würdigen. Die gesamte Saison, die Pokalsaison, aber auch die Saison in der Liga, das war großartig und ich finde, so muss man das auch einordnen. Oliver Leki, vielen Dank. Sie halten auch hier gleich noch eine Rede, will Sie da nicht aus dem Konzept bringen. Danke für den kurzen Besuch bei uns und ich gebe rüber zu Tom Bartels, der in unserem Kommentatorenwagen sitzt und das Ganze überblicken kann und jetzt den Eintrag hier im Goldenen Buch, die Begrüßung der Freiburger hier gleich kommentieren wird. Ab zu dir, Tom. Jawohl, Lenny. Ich übernehme natürlich gerne und wir freuen uns einfach. Das war vor dieser malerischen Kulisse des Stadttheaters, wo noch eine Vorführung läuft. Die Spannung ja, für die Menschen hier immer weiter steigt, denn sie wollen ihre Mannschaft auch aufbauen, wollen ihnen allen Zuspruch geben, den sie verdient haben nach einer traumhaften Saison. Und was war das, wenn Sie das gestern gesehen haben in der ARD gemeinsam mit weit über 8 Millionen Menschen? Was war das für eine Botschaft an Deutschland? Der Auftritt der Fans des SC Freiburg, unglaublich sympathisch und da sehen wir schon Jochen Seyer und Clemens Hartenbach. Da hinten kommt das Trainerteam, angeführt von Lars Vossler, das jetzt also oben den Saal betritt. Christian Streich, ja, paar Augenringe sind zu erkennen, aber das Schöne ist, er kann lachen. Und das freut uns einfach. Und die Zuschauer draußen, die Menschen, die hier sind, bekommen das alle mit. Denn diese Bilder sind jetzt auch auf der Videoleinwand zu sehen. Der Torschütze mit Florian Bruns, noch ein Co-Trainer. Also, es ist ein großartiges Team, auch hinter dem Team, was sich nachher hier auf der Bühne präsentieren wird. Und jetzt den offiziellen Teil vor sich hat Nils Petersen, Jannik Haberer. Oh Mensch, war das gestern schade, dass seine tollen Abschlüsse nicht reingegangen sind. Innenpfosten, das Gewölk ein paar Mal getroffen, aber so ist es eben. Und vorm Elfmeterschießen steht eins immer fest, es wird mindestens einen geben, der todunglücklich ist am Ende, weil sein Elfmeter nicht drin war. So lange wird eben geschossen, bis es einen Sieger gibt und gestern war dieses Team leider nicht vom Glück verfolgt. Liebe SC-Familie, liebe Verantwortliche, an der Stelle zunächst die beiden Vorstände, lieber Das. Es gibt keine Verspätung, kommt rein. Liebe SC-Familie, liebe Vorstände, lieber Oliver Leki, lieber Jochen Seyer, ich darf die Aufsichtsratsmitglieder, den Vorsitzenden, lieber Präsidenten, ich glaube, Jürgen Löw kommt noch zu uns gegebenenfalls, einen herzlichen Gruß an die ganze SC-Familie. Ich darf Bundestags- und Landtagsabgeordnete ganz herzlich begrüßen. Regierungspräsident Schäfer ist heute mit anwesend. Wie meine Bürgermeisterkolleginnen und Kollegen, ihr hättet hier mit da vorne dazugehört. Genau, wir sind ein Team, wir waren gemeinsam gestern zu 5.
Leistung und dementsprechend auch der Eintrag ins Goldene Buch. Und wir wünschen euch viel, viel Kraft, viel Vorfreude, viel Selbstvertrauen. Es war eine phänomenale Stimmung in Freiburg, in Berlin. Und das werdet ihr heute Abend auch nochmal erleben. An der Stelle Riesenkompliment, Riesenrespekt vor dieser Leistung. Alles Gute und vielen Dank dafür. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich werde mich kurz halten, weil draußen tobt der Bär, man hört es. Wir stehen alle noch so ein bisschen unter dem Eindruck von gestern, extrem emotionaler Moment, emotionale Tage. Ich glaube, wir haben uns viel vorgenommen. Ich neige jetzt nicht zu Superlativen, aber das war wahrscheinlich das größte Spiel des SC Freiburg in seiner Geschichte. Die Hoffnung war groß, die wir alle in diesen Tag gesetzt haben, das ist überhaupt keine Frage. Der Ehrgeiz war groß, diesen Pokal dann eben auch in dieser besonderen Situation nach Freiburg zu holen. Es war ein verrücktes Spiel über 120 Minuten. Es ging hin und her. Lange sah es auch danach aus, dass es gelingen kann. Ich dachte nach der 75. Minute, ich glaube, es wird reichen. Das haben vielleicht viele andere im Stadion auch gedacht. So ist es dann nicht gekommen. Es ist im Elfmeterschießen dann so ausgegangen, wie wir alle wissen. Die Enttäuschung war groß bei uns allen zunächst. Das finde ich aber auch eine normale Reaktion. Nach einmal schlafen ist es schon ein bisschen besser. Und ich glaube, nach 1-2 Wochen werden wir alle auch dieses Ergebnis so würdigen, wie man es, glaube ich, zu würdigen hat, nämlich als großartige Leistung. Nicht nur im DFB-Pokal, sondern auch in der gesamten Saison in der Bundesliga. Wir sind Sechster geworden. Wir werden Europa-League-Gruppenphase spielen. Ich glaube, auch das ist in Zeiten wie diesen, weiß Gott, keine Selbstverständlichkeit. Und von daher, meine Damen und Herren, möchte ich nochmal an der Stelle ganz herzlich Danke sagen an die Mannschaft. Glückwunsch zu diesem wirklich tollen Ergebnis. Bin sehr stolz gemacht. Und lasst uns nicht zu traurig sein über die Chance, die vielleicht nicht genutzt wurde, den DFB-Pokal nach Freiburg zu holen. Was mich sehr fasziniert hat, das waren nicht nur die Stimmung im Stadion, sondern auch in Berlin selbst. Man hatte den Eindruck, halb Freiburg ist in Berlin. Wie viele Menschen dieser Verein bewegen kann, das hat mich sehr fasziniert und auch ein bisschen stolz gemacht, weil ich glaube, das macht uns als Verein eben auch aus, nicht nur sportlich erfolgreich zu sein, sondern eben auch Menschen zu bewegen und sich gegenseitig eben auch etwas zu geben. Von daher insgesamt würde ich sagen, heute ein schöner Abschluss dieser Pokalserie. Lasst uns das gerne nochmal in der Runde gemeinsam begehen. Vielen Dank für den Empfang. Das ist eine große Ehre, sich auch ins Goldene Buch eintragen zu dürfen. Danke dafür. Es ist gleichzeitig Ansporn, auch vielleicht nicht das letzte Mal in Berlin gewesen zu sein. Vielen Dank. Soweit Oliver Lücki, der Vorstand des SC Freiburg, zuständig vor allem für die Finanzen. Jochen Seyer kümmert sich als sein Kollege um den Sport. Davor der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg. Martin Horn. Und Geburtstag, genau. Haben wir auch noch. Roland Scholloy. Roland Scholloy hat heute Geburtstag. Das weiß natürlich Oliver Lecky. Längst sind die Präsente überreicht in der Nacht. Happy Birthday! Na, das muss auch noch sein. Natürlich. Ach, das Schöne an dieser Geste ist doch, dass das Lachen zurückkehrt bei allen Freiburgern. Und ich glaube, das kriegen wir auf der Bühne gleich nochmal lauter hin, wenn die Mannschaft dann sich den Zehntausenden vom Theater stellt. Ich darf euch alle einladen, ins Goldene Buch der Stadt Freiburg einen Preisgau einzutragen. Gemeinsam mit den Bürgermeister und Bürgermeisterinnen-Kollegen, gemeinsam mit dem Freiburger Gemeinderat, mit den Ehrengästen hier heute. Es ist eine wahnsinnige Freude, dass ihr so weit gekommen seid. Und wir werden euch heute Abend feiern. Und da draußen sind noch viel, viel, viel mehr Leute, die das tun werden. Und somit lasst euch diese Kraft zurufen und habt einen guten Abend hier. Bis dann.
So, Christian Streich und Christian Günther sollten die Ersten sein. Der Kapitän fängt an. Ja klar, das hängt ihm natürlich nach, dass er den Elfmeter gestern nicht verwandelt hat, nachdem er eine so beeindruckende Saison mal wieder gespielt hat, in Freiburg Nationalspieler geworden. Der Kapitän also geht voraus, posiert kurz noch für ein Foto und jetzt geht's dann der Reihe nach weiter. Ja, in ein paar Minuten gehen wir live im SWR-Fernsehen auf Sendung, könnte genau passen. Jetzt geht der Stift von einem zum anderen weiter, Nils Petersen. Ja, und der Nächste, der gestern leider seinen Elfmeter nicht verwandeln konnte. Aber wollen wir darüber überhaupt noch reden? Die Saison war so gut. Was war das für ein Spiel von Nico Schlotterbeck? Hat der gestern eine Leistung abgeliefert in Berlin? Unfassbar, gefühlt jeden Zweikampf gewonnen. Und die ganze Körpersprache, vorbildlich, das ist schon einer der Mannschaft fehlen wird. Aber es sind eine Menge junge Spieler mit Potenzial. Ob Keitel, ob Weißhaupt, ob Schade. Der Mann, der jetzt unterschreibt, geht leider zur Union Berlin in der Kaberer. Ja, und auch eine Saison bei Jonathan Schmid fällt einem das natürlich sofort ein, die von Corona noch beeinflusst war. Er ist wirklich vielleicht der Spieler gewesen, zumindest beim SC Freiburg, der am meisten darunter gelitten hat. Ihn hat wirklich kräftig erwischt, körperlich lange nicht in der Lage, wieder auf Top-Niveau zu kommen. Das ist zum Glück jetzt alles ausgestanden. Auch er ist ja gestern eingewechselt worden. Gut, das Ganze geht jetzt relativ zügig, aber natürlich wird auch das Trainerteam dabei sein. Christian Streich hat eben sehr bewegt gewirkt. Ich weiß gar nicht, ob es da einen kurzen Moment gab, an dem ihm nochmal alles bewusst geworden ist. Hinten geht übrigens jetzt gerade das Theaterpublikum, also die andere Welt hier hinaus Richtung Platz und strömt dann jetzt, hier sehen wir es sehr gut, rechts hinaus, um dann quasi die Bühne frei zu machen. Vorher sollte auch nicht zu laut die Musik gespielt werden. Das ist Freiburg, ganz einfach, um ja, hier alles ordentlich und entsprechend der Tagesordnung durchführen zu können. Ja, also das passt hier ganz gut. Vom zeitlichen Ablauf würde ich sagen, Theaterveranstaltung zu Ende. Jetzt wird der Ausgang durch die Seite verlassen. Das ganze Funktionsteam der Freiburger steht natürlich auch noch bereit. Philipp Lima lässt sich ein bisschen mehr Zeit bei seiner Eintragung. Ich weiß gar nicht, ich glaube, alle unterschreiben nur. Chico, Nicolas Höfler, gestern mit spektakulären Szenen tatsächlich den Ball gespielt und keinen Elfmeter verursacht. Zu Beginn habe ich eine kuriose Rückgabe im Kopf. Ja, und ich habe es ja gesagt, Cedilia als Innenverteidiger oder die Stürmer, Schade. Gerade was die Außenbahn angeht, Weißhaupt, viel, viel Potenzial. Wir haben auch eine südkoreanische Fahne schon gesehen für Woo-Yong Jong. Das ist eine aufwendige Unterschrift mit einem schönen Bogen drin von Roland Choloy zu seinem 25. Geburtstag. Lukas Höhler, ich denke, Sie kennen die Spieler ja alle bestens. Marc Flecken, niederländischer Nationaltorhüter, auch mit einer natürlich besonderen Geschichte. Eben erst im zweiten Anlauf durchgestartet mit seiner Ellbogenverletzung. Der italienische Nationalspieler Vincenzo Grifo, der Mann, der so unglaubliche Standards schlägt. Benjamin Uphoff, zweiter Torhüter, gemeinsam, also Fleckenvertreter mit dem nächsten Jungen, mit Noah Atubolu, haben wir eben auch schon gesehen. Athletiktrainer ist da. Und nochmal, das gesamte Trainerteam. Und auch das zeichnet eben den SC Freiburg aus, dass sie eben alle hier sind und auch alle in Freiburg waren und die ganze Geschäftsstelle und so viele Mitarbeiter eingeladen haben. Clemens Hartenbach, der Mann, der mit Christian Streich in einer WG gewohnt hat. Und auch deswegen ist dieses Erfolgsmodell entstanden. Beruhend auf Vertrauen, auf Freundschaften. Davon gibt es
in dieser Dimension nicht so viele Vereine, die das sagen können. Und ich glaube, so langsam bereiten wir uns auch vor Richtung SWR-Live-Sendung. Deswegen gebe ich jetzt hier aus der Kommentatorenkabine schnell ab an Lennart Brinkhoff. Ja, genau. Und die Spieler laufen hier davon. Einige Spieler machen sogar noch Fotos hier mit Fans. Und das Trainerteam, das dem SC Freiburg immer so wichtig ist. Wir hatten es gerade wieder vor ein paar Wochen in der Sendung. Das große Team dahinter. Lars Beier, Vossler auch als Co-Trainer. Jetzt kommen zum Beispiel gerade die Co-Trainer an den Tisch. Und dann wird natürlich irgendwann auch Christian Streich kommen, der tatsächlich hier immer mal wieder so ein bisschen sich am Auge gerieben hat und sich gefreut hat, glaube ich, auch bei dem Geburtstagsständchen für Roland Schaller eben sehr emotional und sehr offen dabei war. Jetzt hat er seinen langjährigen Kollegen Vossler, Lars Vossler, am goldenen Buch. Und genau, von den Konditionsathletiktrainern landen wir dann bei Oliver Leke und Christian Streich. Dreht da hinten noch so ein paar Runden, sehr beweglich, spricht noch mit einigen Menschen. Und die Mannschaft ist so hinter der Kamera gerade runtergelaufen. Wobei Vince Grifo sehe ich da noch, den Partyminister der Mannschaft eigentlich. Der wartet noch auf den Rest der Mannschaft, da steht er. Man merkt, ja, der ganz große Humor ist noch nicht wieder da, aber Vince, ganz kurz, wie war die Partynacht? War es noch okay? Ein bisschen die Laune steigern können? Ich hatte ja gestern nach dem Spiel bei mir. Ja, war soweit okay. Ich meine, das Finale zu kommen ist ja auch was Schönes und darauf darf man auch feiern. Auch wenn man nicht gewonnen hat, aber wie gesagt, in ein paar Monaten, Tagen oder auch Jahren wird man sich immer schön daran erinnern können, dass man so ein Erlebnis mal miterlebt hat. Diese Bilder von hinten, von der Mannschaft, vor dieser Kurve, das bleibt schon hängen, oder? Das war für mich als Journalist speziell, aber für dich als Spieler? Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, Wahnsinn. Wir haben gestern auch noch ein paar Worte ausgetauscht, auch nochmal in der Kabine. Allein für die Fans, was die uns da gestern geboten haben, das war wirklich, allein nur für die hätte sie gewinnen müssen und sollen, auch für uns natürlich selber, aber das war wirklich ganz, ganz großes Kino. Und ich habe so viele positive Nachrichten bekommen. Was denn wirklich auch im Stadion los war. Dann jetzt viel Spaß, Vince, in den nächsten Minuten hier noch und genießt es mit der Mannschaft. Bis später. Jetzt sehen wir den Präsidenten. Gebert Fugmann unterschreibt. Christian Streich war gerade dran. Das schauen wir uns nachher nochmal vielleicht sogar aus der Nähe an. Oder können jetzt gerade mal den Schritt vorwagen auf die letzte Seite des goldenen Buchs. Gehen mit der Kamera nochmal den Tick vor. Und für alle die Vorwarnung, da sehen wir es, alles sauber unterschrieben. Das bleibt natürlich brav. Nehme fast an dem Rathaus hier liegen. Mit dem goldenen Stift zum goldenen Buch. Und jetzt für alle, die im Livestream dabei sind, die langsame Vorwarnung, es wird gleich um 20.15 Uhr auch im SWR-Fernsehen weiterlaufen. Und dann werden wir Christian Streich, den wir hier gerade noch mal sehen, mit dem Baubürgermeister der Stadt Freiburg, werden wir gleich dann sehen auf der Bühne. Dort wird dann Tom Bartels, den Sie zu Hause alle gehört haben als Kommentator vorhin, der wird dann von der Bühne begrüßen. Und dann werden auch die SWR-Fernsehzuschauer dazugeschaltet. Jetzt interviewen schon die ersten Kollegen vom Radio hier, Christian Streich. Genau, also für alle nicht wundern, der Livestream wird gleich auf 20.15 Uhr dann übergehen und dann ist Tom Bartels, den wir eben alle gehört haben, im Einsatz und wird das Ganze von der Bühne, das Bühnenprogramm, den Empfang der Mannschaft da unten und ich höre schon, dass es laut werden kann, dass es nochmal ein schöner Abschluss dieser klasse Saison werden kann. Genau. Finaltor der Geschichte erzielt von Maximilian Eggestein.
Und dann hat es doch nicht gereicht, weil nicht alle Elfmeter drin waren. Aber es ist trotzdem fantastisch gewesen, was diese Mannschaft geleistet hat in dieser Saison. Und deswegen ist es auch völlig verdient, dass die Mannschaft hier von einem vollen Platz der alten Synagoge empfangen wird in Freiburg. Hallo Freiburg! Das ist unglaublich und das ist faszinierend und das hat diese Mannschaft verdient. Wer, wenn nicht diese Mannschaft des SC Freiburg, die eine traumhafte Saison gespielt hat, in der Europa League landet. Ihr werdet internationalen Fußball sehen in Freiburg in der nächsten Saison. Sechster geworden und der Empfang trotz des verlorenen Pokalfinales natürlich trotzdem komplett angebracht. Ich bin mir ganz sicher, die Mannschaft, das ganze Trainerteam wird von euch allen hier heute Abend richtig aufgebaut, oder? Wir schauen mal gemeinsam, so sah das aus, als die Mannschaft angekommen ist nach einer kurzen Nacht hier in Freiburg in der Nähe des Stadions, 18.30 Uhr. Und der ein oder andere hat fast gar nicht geschlafen. Ich habe von 2 Stunden gehört, von 1 Stunde. Oder auch Christian Streich da schon wieder bei den Fans, die auch draußen am Flughafen waren. Auch noch ein paar Hände geschüttelt. Ja, das muss man auch alles erstmal verarbeiten können. Das ist ein emotionaler Moment für alle gewesen in Berlin im Finale. Und jetzt sind sie hier. Sie haben sich eingetragen ins Goldene Buch. Und ich schaue mich mal um, ob die Mannschaft jetzt bereit ist hier für Freiburg. Ob der Oberbürgermeister bereit ist. Der Oberbürgermeister ist hier. Er war gestern auch in Berlin. Herzlich willkommen, Martin Horn. Sportlich unterwegs ist er. Und auch er hat nicht viel geschlafen, wie ich weiß. Herr Horn, wie war es gestern? Wie war es gestern für Sie alle in Berlin? Ein sensationeller, emotionaler und dramatischer Abend. Es war so krass, es war so wahnsinnig Stimmung hier in Freiburg in Berlin. Und in dem Stadion selbst nach Abpfiff hat man nur eine Kurve gehört. Selbst bei der Siegerehrung eine Kurve. Wahnsinn! Es war in jeder Hinsicht faszinierend. Karim Gede hat Saxophon gespielt, aber Martin Horn, holen Sie um Gottes Willen jetzt die Mannschaft. Wahnsinn, Wahnsinn, die Stimmung phänomenal. Und natürlich hätten wir uns alle diesen Pokal gewünscht. Aber letztlich steht dieser Sympathieträger, der Sportclub Freiburg, der steht für Werte, für Authentizität, für Nachwuchsförderung. Und das ist genau der Pokal, den wir haben. Nachwuchs, Authentizität und die Fankultur. Und dieser Pokal wird in Freiburg bleiben. Hier kommen die DFB-Pokalsieger 2022 der Herzen!
Freiburg vor. SC Freiburg vor. Immer wieder vor. Immer wieder vor. SC Freiburg vor. SC Freiburg vor. Wir stürmen jedes Tor. SC Freiburg vor. Freiburg vor, SC Freiburg vor, wir stürmen jedes Tor, wir stürmen jedes Tor, SC Freiburg vor, jetzt alle! SC Freiburg vor, immer wieder vor, immer wieder vor, SC Freiburg vor, SC Freiburg vor, immer wieder vor, immer wieder vor, SC Freiburg vor. Wir stürmen jedes Tor, SC Freiburg vor. So, liebe Freiburger, es ist grandios, wie ihr diese Mannschaft feiert, die das nochmal nach der Saison so dermaßen verdient hat. Wenn ich sie ja alle sehe, ich nehme mal den Kapitän als erstes, Christian Günther, der ja nicht nur unglaubliche Pokalsaison gespielt hat, der jede Minute gespielt hat in der Bundesliga. Jede verdammte Minute gespielt hat. Und so unglaublich viele gute Flanken geschlagen hat, völlig zu Recht Nationalspieler geworden ist. Christian, was bedeutet euch das, was ihr erlebt habt? Vince hat gleich auch noch ein paar Worte zu sagen, keine Sorge. Was bedeutet euch das, ja? Dankeschön, danke. Also nach dem gestrigen Elfmeterschießen habe ich es eigentlich nicht verdient. Nein, ich möchte mich im Namen der Mannschaft bei euch alle bedanken. Es war für uns eine unglaubliche Reise dieses Jahr mit dem Höhepunkt Berlin. Ihr habt es sehr speziell für uns gemacht. Ich glaube, ich spreche für alle, als wir aus der Kabine rausgelaufen sind ins Stadion. Das war ein Gefühl, ich glaube, jeder hatte so Gänsehaut. Es war unglaublich, die 30.000 Freiburger im Stadion zu sehen. Und auch im Nachhinein, wenn man sieht, was auf der Messe los war, wie viele Leute, glaube ich, zu Hause mit uns mitgefiebert haben. Es hätte alles so verdient gehabt, dass wir diesen Titel mit hierher bringen. Leider hat es nicht gereicht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, können wir stolz sein auf die Saison. Wir wollen uns bei euch bedanken. Und ich hoffe natürlich, dass wir irgendwann nochmal nach Berlin fahren können und das Ding mit dir herbringen können. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Sommerpause und ich hoffe, wir sehen uns im neuen Jahr in Europa und wir tigern da durch die Gegend und machen es unsicher. Ich würde sagen, die ganze Mannschaft kann ruhig mal 3, 4, 5 Meter weiter nach vorne gehen. Ja, wir können ruhig noch näher rangehen an die Fans. Ich gebe das Mikro mal an Vince weiter, dem immer was einfällt. Wir haben die Spieler ja, wie alle Spieler der baden-württembergischen Clubs, die sind im SWR-Fernsehen ja so gerne im Studio auch. Vince war auch das eine oder andere Mal da. Man erfährt immer wieder interessante Sachen. Du hast viel erlebt, Vince. Hast für die italienische Nationalmannschaft gespielt. Ja, das ist ja auch ein Traum. Was hat dir das Pokalfinale bedeutet? Überhaupt da mal zu spielen, das ist für Freiburger unvorstellbar gewesen. Bis gestern.
Ja, erstmal wollte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für die tolle Stimmung heute, wirklich. Es gibt nichts Schöneres für einen Fußballprofi, genau sowas zu erleben. Und Güni hat schon gesagt, unser Captain, wir sind gestern wirklich aus der Kabine raus und wirklich mein ganzer Körper hat gezittert. Das Aufwärmen hat so Spaß gemacht wie noch nie, weil die Fans wirklich uns so unterstützt haben. Und viele reden über Eintracht Frankfurt-Fans, aber ich glaube mittlerweile SCF-Fans sind ganz, 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 ganz weit mit oben. Und ich kann euch eins versprechen, wenn ihr genau so weitermachen mit euch, mit uns, wenn wir genau den Fußball bieten wie sonst auch immer, dann bin ich guter Dinge, dass wir genauso weit kommen wie dieses Jahr. Und auf jeden Fall, das Pokalfinale war wirklich was Außergewöhnliches. Das erlebt man nicht alle Tage. Und ja, wir werden alles dran tun, dass wir vielleicht nächstes Jahr wieder im Pokalfinale stehen. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das Ding diesmal rocken. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Vincenzo Grifo ist also nächstes Jahr dabei. Das haben wir jetzt alle gehört, wenn es nach Berlin zurückgeht. Ja. Nils Petersen, klar, ist auch nicht mehr der Allerjüngste, aber hat sich auch nochmal entschieden, weiterzumachen, ja, und weiterzuspielen für den SC Freiburg. Was alle Fans überragend finden, Nils. Und der Fußballgott hat auch ein Pokalfinale gespielt für den SC Freiburg. Wenn man mal in Bayern war, dann mit Freiburg ins Pokalfinale zu kommen, das muss sich schon ganz besonders anfühlen. Wie war es dann, als du reinkamst? Wie hat sich das für dich angefühlt? Ja, ich bin ja leider mit dem 1-1 eingewechselt worden. Da war dann so kurz die Euphorie mal weg. Aber wenn man mal so ein Finale spielen darf, ist schon was ganz Besonderes. Ich glaube, alle die jetzt auf der Tribüne saßen von uns oder auf der Bank, waren alle ein bisschen neidisch am Anfang. Aber hat man ja jeden gegönnt am Anfang und die Jungs haben es super gemacht. Also riesen Respekt auch an die Jungs, die es da jetzt gerockt haben gestern. Es war echt auch eine richtig, richtig gute Performance. Ist nicht selbstverständlich, gegen Leipzig dann auch so Paroli bieten zu können. Und deswegen können wir auch trotzdem sehr, sehr stolz auf diese Leistung sein. Na, jetzt müssen wir mal ganz klar sagen, Leipzig ist eine der besten Mannschaften in Europa. Die hätten genauso gut die Europa-Liga gewinnen können. Ihr habt gegen die Mannschaft, ja, vielleicht nicht für jeden hier, aber sie haben eine Top-Mannschaft. Sie haben gegen euch aber nicht ein Spiel gewinnen können. Sie haben letztlich im Elfmeterschießen geschafft. Was sagt das über den SC Freiburg aus, wenn man die ganze Saison auf diesem Niveau mithalten kann? Ja, ich glaube, wir haben uns auf vielen Ebenen wahnsinnig entwickelt. Ob man sieht, unsere Fans, ich glaube, wir haben so viele neue Fans dazu gewonnen, so viele Leute jetzt für unseren Fußball begeistert. Wir haben ein tolles neues Stadion, wir spielen in Europa. Ja, und ich hoffe, wir waren nicht das letzte Mal in Berlin. Also es war so schön, dass ich gesagt habe, ich will da wieder hin. Und wie du gesagt hast, ich bin schon alt, also müssen wir schnell sein. Nein. Aber sehr jung geblieben, immer noch. Geh mal weiter, Nils. Dankeschön. Vielleicht das Mikro mal. Müssen wir natürlich hier auch mal ganz kurz parken. Maxi, das ist ja auch jetzt nichts, was alltäglich ist. In der ersten Runde ausscheiden und dann im DFB-Pokalfinale treffen. Die erste Runde hat er ja noch für Werder Bremen gespielt in Osnabrück. Aber dann im Pokalfinale zu treffen, das muss ja unbeschreiblich gewesen sein. Vielleicht eine ganz kurze Einordnung dazu. Ja, es war unbeschreiblich. Alles klar. Bist du vom einen Club, der öfter mal im Finale steht mit Werder Bremen, die ja auch eine tolle Pokalgeschichte haben, zum anderen gewechselt in Freiburg, die jetzt auch da sind. Bremen-Freiburg, kann man das irgendwie vergleichen? Gibt es da Parallelen? Weil Werder ist ja auch eine sehr, sehr beliebte Mannschaft und kommt in die Bundesliga zurück. Ja, zum Glück kommen sie zurück. Ich glaube, es gibt schon Parallelen. Sind beide familiär geprägte Vereine und ja, ich glaube, auch das Umfeld, da kann man gut arbeiten, ist sehr angenehm und ich glaube, das sieht man auch hier wieder, wie die Fans uns unterstützen. In Bremen war es ähnlich, in Bremen habe ich es leider nie ins Finale geschafft und deswegen umso schöner, dass es hier geklappt hat. Und dann auch noch ein Tor geschossen. Herzlichen Glückwunsch, Maxi Eggestein, Chico Höfler brauchen wir natürlich auch. Chico?
Das wollte nicht mal. Dort auch ein Urgestein hier beim SC Freiburg, natürlich Nicolas Höfler. Ich erinnere mich an ein Wahnsinnsspiel in Hamburg. Sehr oft im Hintergrund, gar nicht immer der auffälligste Spieler, oft haben andere die Bühne, aber jeder beim SC Freiburg weiß, welche Bedeutung du für die Mannschaft hast. Welche Bedeutung hatte der Tag gestern für dich in deiner Karriere? Ja, extremes Highlight für uns alle. Ich glaube, was ganz Besonderes, ein Finale zu spielen. Wir waren alle hochmotiviert, wir wollten unbedingt den Pokal holen, hat leider nicht geklappt, aber wir sind sehr motiviert, die nächsten Jahre nochmals zu schaffen, nach Berlin zu gehen, ins Finale, und ja, daran werden wir arbeiten die nächsten Jahre. Darf ich zwischendurch mal fragen, wie lange ihr eigentlich geschlafen habt? Keine 5 Stunden auf jeden Fall. Und wir erinnern uns, er hat ja eine unfassbare Grätsche ausgepackt. Klar den Ball gespielt, natürlich im Strafraum, ja. Sauber berührt den Ball, ja. Spektakulär auch die Aktion nach ein paar Minuten mit der Rückgabe. Aber da kam Nico Schlotterbeck ins Spiel und hat das Ganze ausgebügelt. Warst du ihm da total dankbar? Ja, total, ja. Nico, auf geht's! Ich mach ihn einfach bei Nico, oder? Danke. Ich bin wieder weg, Mann. Ja. Auf und aus. Also ich bin ja wirklich neutral, aber Nico, so wie du gestern gespielt hast, kann man sich mal verabschieden, würde ich sagen, oder? Die Leistung war unfassbar. Ich weiß nicht, ob du überhaupt einen Zweikampf verloren hast und die Körpersprache dazu. Chico einmal kurz gerettet und dann auch vor der roten Karte. Nochmal kurz den Leipziger ordentlich ins Achtung gestellt. Aber okay, wir hören erstmal zu, ja. Ich wollte nur kurz anmerken, es ist ein Schwabe, ein Schwabe. Ich weiß nicht, weil alle springen sollen, springen alle, ja? Ich gehe gerne mal nur zur Seite, ja? Ja, danke. Nein, ich bin kein Mann der großen Worte. Ich habe das gerade in der Kabine zu meinen Jungs gesagt. Ich bin froh, hierher gekommen zu sein vor 4 Jahren. Ich bin zusammen mit meinem Bruder hierher gewechselt. Ich hatte, glaube ich, brutal schöne Jahre. Ich habe gestern DFB-Pokalfinale mit meinem Bruder gespielt. Kevin, komm ruhig zu uns. Da geht eh kein Weg dran vorbei, Kevin. Ja, auf meine Person bezogen. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, was ich auch gestern im Stadion von euch erfahren habe nach dem Spiel, weil ich verlasse immerhin den Verein vor Vertragsende. Da gibt es bei anderen Vereinen manch andere Abschiede. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass ihr mich so toll aufgenommen habt. Und deswegen bin ich ganz froh, dass das Ganze so geendet ist.
Ja, ich meine, Matthias Ginter kommt auch zurück, ne? Also vielleicht für alle, die das nicht wissen und jetzt SWR schauen, Nico Schlotterbeck geht zu Borussia Dortmund und die Zuschauer hier glauben, dass er in 2 Jahren wieder da ist. Ich bin ja nächstes Jahr wieder da. Ich hoffe im Auswärtssieg. Ja, jetzt schlägt die Stimmung gleich um. Aber Nico, um das nochmal zu sagen, du hast im Interview gestern, das habe ich noch gehört, bist auch sehr emotional geworden und hast nochmal ganz deutlich erwähnt, was es dir bedeutet, dass dein Bruder auch eingewechselt worden ist. Diese Bande verbindet euch ja eigentlich seit Ewigkeiten. Du bist schneller durchgestattet als Kevin, aber du hast immer Kevin im Auge gehabt und es ist dir einfach extrem wichtig, das auch dann immer auf der größtmöglichen Bühne nochmal deutlich zu machen. Ja, er ist mein Bruder und er ist, ja... Er ist ein Mensch, der auch nicht so gerne in der Öffentlichkeit steht. Deswegen, ja, ich freue mich brutal für ihn. Wir gönnen uns alles. Wir haben jeweils das Jahr in Berlin gehabt. Und ich glaube, wir hatten beide super Jahre in Berlin und auch super Jahre hier in Freiburg. Deswegen war ich bei all dem, was wir erlebt haben, ob wir jetzt positive oder negative Momente haben, war ich immer glücklich, ihn an meiner Seite zu haben. Und wenn ich gesehen habe, dass gestern knapp 70 Familienmitglieder von uns da waren, dann ist das was Nils ganz Besonderes. Auch. Nils Schlotterbeck der auch. Der war tatsächlich nicht dabei. Deswegen bin ich gestern schon, war in der Kabine und war brutal glücklich, dass wir beide zusammen im Pokalfinale standen. Leider nicht mit dem Titel belohnt, aber ich glaube, wir werden beide noch unsere Titel gewinnen. Danke! Und eins lässt sich ja nun mal ganz klar sagen, Nico, ohne Kevin Schlotterbeck wären wir heute nicht hier. Denn das wisst ihr alle, er hat in der 120. Minute in Osnabrück den Ausgleich gemacht. In Osnabrück. Und anschließend auch noch einen Elfmeter versenkt. Genau wie er auch gestern Elfmeter versenkt hat. Mit welchem Puls? 55 würde ich sagen. Nein, man hat gemerkt, es war die Anspannung da, aber ich glaube, die Jungs kennen mich, das Trainerteam kennt mich. Ich glaube, mein Puls kommt nie über 180, weil so viel muss denn auch nicht laufen. Zumindest gestern nicht. Ja, aber sehr gut gemacht. Nach dem Reinkommen Glückwunsch schon mal. Wer kann das von sich sagen, im DFB-Pokalfinale gespielt zu haben? Wie ist die Situation für dich? Ist ja nicht so einfach. Ihr habt Top-Innenverteidiger, jetzt geht der Nico, mit Matze Ginter kommt aber der nächste Nationalspieler. So ist das in Freiburg inzwischen. Trotzdem hast du zuletzt mehr gespielt und das Gefühl, dass du näher dran bist, auch am Stammplatz? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es war nicht einfach durch die Olympiateilnahme im Sommer. Dann gewinnst du 10 Spiele oder verlierst keine 10 Spiele am Anfang. Dann hat sich so ein bisschen was eingespielt, das Stammpersonal. Und wenn dann der kleine Bruder noch vorne dran ist, dann ist natürlich nicht so einfach da. Aber wie es mein Bruder richtig gesagt hat, wir sind sehr nah beieinander. Ich war mit ihm auch dann zusammen in Dortmund, haben alles zusammen gemacht. Wir gehen zusammen essen, wir machen alles zusammen. Von daher gönnt man es ihm natürlich und dann ist natürlich umso schwieriger, da irgendwelche Ansprüche zu stellen, wenn er so gut spielt. Also er hat wirklich eine sehr, sehr gute Saison gespielt und hat sich das auch verdient. Ich finde es wirklich genial, wie ihr das hier hinbekommt in Freiburg, ja, dass das so gut läuft. Ich meine, Nico hat es verdient mit der Leistung, die er gebracht hat in der Saison. Ich wünsche ihm, glaube ich, alle alles Gute. Danke, Kevin. Und ich habe im Augenwinkel einen, wo ich mit Sascha Glunk immer wieder im Austausch war, dem Mann, der für die Presse zuständig ist. Ja, gut, dann das zuerst. Hörst du, Nico? Glaube ich, relativ schwer aus der Nummer rauszukommen hier auf der Bühne, Nico. Wir werden den Nico gleich hier auch noch verabschieden.
offiziell verabschieden. Er ist nicht der Einzige, der leider den SC Freiburg verlässt. Aber vorher möchte ich den Roland zu mir bitten. Denn der Roland, der freut sich richtig, wenn er nach vorne kommt. Roland, ich sag's jetzt mal, Scholloi. Ja. Cool, oder? Ich hab's richtig. Scholloi, wieso wird er gesprochen? Sascha Glunk hat mir eine Videodatei geschickt, deswegen weiß ich, wie es ausgesprochen wird. Roland Scholloi hat heute Geburtstag. Und damit ist ja klar, was jetzt passiert, oder? Ich weiß nicht, wer es anstimmen möchte von euch. Vielleicht, ja. Okay, Roland. Vielen Dank für alle. Ihr seid am besten. Und Roland auf jeden Fall auch. Hat auch eine formidable Saison gespielt. Und jetzt schaue ich einmal kurz, wo der Trainer ist. Christian, hier ist euer Trainer. Hier ist Christian Streich. Christian Streich, ich sage einfach mal herzlichen Glückwunsch zu dieser Saison. Die Saison war unglaublich und was wir gestern alle gesehen haben, ich saß vorm Fernseher in Berlin, das war bewegend. Ich sehe, dass Sie auch angefasst sind. Angefasst heißt es nicht im Alemannischen. sondern wie? Angefasst hört sich für uns so gleich wie es nicht so angefasst an. Entschuldigung. Und ich kann doch gar richtiges Hochdeutsch, das wissen Sie, weiß ich doch, Tom. Wie heißt es denn? Was würden Sie, wie würden Sie bewegt. Bewegt. Wir waren bewegt, ich sage jetzt einfach du auf der Bühne, wir sind ja nur im SWR, als wir dich vor der Kurve gesehen haben. Und ich habe auch gelesen, dass deine Frau gesagt hat, auf dem Weg dahin im Zug, ja, wer sich alles wieder getroffen hat. Freiburger, die sich teilweise 10, 15, 20 Jahre nicht gesehen haben. Was hast du bewegen können hier mit dieser Mannschaft, mit deinem Trainerteam in Freiburg? Denn als du angefangen hast vor 10 Jahren, da war das ja nicht im Ansatz vorstellbar, dass man sowas hinbekommt. Wie habt ihr das geschafft und was hat das gestern alles bedeutet für euch und für dich? Also erstmal vielen Dank. Erstmal ist es so, dass lang vor meiner Zeit viel bewegt wurde in diesem Verein von vielen Leuten. Dann kam die große Zeit von Achim Stocker und Volker Finke, Achim Saarstedt. Und Volker Finke ist übrigens heute auch hier. Und seine Mitarbeiter. Und dann ist es einfach so, ich habe einfach wahnsinnig Glück gehabt, dass ich in eine Konstellation kam, wo die Leistungszentren gebaut wurden. Und ich habe Arbeitsplatz gefunden mit Jugendlichen, was ich geliebt habe vom ersten Tag an. Und wir haben Geld investiert in die Fußballschule. Und mit dem Bau dieser Fußballschule ist etwas passiert. Und dann kamen die Jungs und kamen hoch. Und ich bin im Verein, wo ich Ruhe habe. Und wo nicht 10 Aufsichtsräte sind und bevor du mit einem Spieler gesprochen hast, hast du mit 7 Aufsichtsräten gesprochen und 3 sind beleidigt. Wir können in Freiburg, die Trainer in Freiburg dürfen arbeiten. Die Menschen bringen uns ein unglaubliches Vertrauen entgegen. Unsere Vorstände Henry Breit. Ganz möchte ich mal einfach mal erwähnen, der sich derartig im Hintergrund kriegt, das ist unfassbar, seit 25 Jahren und hat alles für diesen Verein getan.
und hält sich vollständig zurück. Und ich habe das große Glück, in diesem Verein arbeiten zu dürfen. Und wir sind einmal abgestiegen. Und sie haben uns weitermachen lassen. Ich habe unglaubliche Mittrainer. Ich habe unglaubliche Spieler. Die können wir gerne mal nach vorne holen. Vielleicht, dass ja, die sollen mal kommen. Lars Vossler hier, Lars Vossler. Bayer, komm. Bayer, kommt nach vorne. Der Christian erwähnt euch eh bei jeder Gelegenheit. Den Athletiktrainer natürlich auch. Andi Kronenberg, Florian Bruns. Das Trainerteam des SC Freiburg. Krone, Lars, Vossler, Patrick Bayer, Daniel Wolf, Florian Bruns. Bruns! Bruns! So, okay. Ja, Tom. Also, und ich wollte einfach sagen, das ist mein Glück gewesen, deshalb bin ich noch da. In einem anderen Verein wäre ich schon seit 8 Jahren weg vom Fenster. Ganz bestimmt und, nicht. Und das ist das große Glück und das ist die Möglichkeit eines gewissen Erfolgs bis dahin gewesen. Ich hatte einfach Glück. Ich glaube, jeder Verein auf der Welt würde sich glücklich schätzen, wenn er dich als Trainer haben könnte, Christian, denn dass du unglaublich viel geben kannst und dass du wahnsinnig gut mit jungen Spielern arbeiten kannst, das hat auch der Letzte mitbekommen in Deutschland. So, ich weiß, dass er braucht das nicht, aber ich nehme das Mikro trotzdem. Christian, vielleicht nur einen Satz. Okay. Hat das irgendwas geändert jetzt, dass Freiburg im Pokalfinale war? Teilweise sagen die Leute schon, Freiburg ist jetzt ja auch eine große Mannschaft. Ihr spielt jetzt Europa League. Ich habe eben gesagt, auf welchem Niveau ihr die ganze Saison gespielt habt. Sind die Ansprüche gestiegen? Hast du ein bisschen Sorge vor der nächsten Saison oder gehst du da wieder voller Elan, voller Optimismus rein? Wenn ich ganz ehrlich sein soll, wobei ich traue es mir gar nicht zu sagen, habe ich keine Sorgen vor der nächsten Saison, so wirklich. Ein bisschen, aber nicht viel. Ich freue mich wahnsinnig. Wir haben am Donnerstag Europapokal, wir spielen am Sonntag Bundesliga und am Donnerstag spielen wir wieder Europapokal. Mit euch! Mit euch! Ganz herzlichen Dank, Christian Streich. Und wenn man die Mannschaft in Berlin gesehen hat, glaube ich, dann hat man keine Zweifel, dass es eine gute Saison werden wird. So, wir haben Sendezeit, noch gut 10 Minuten. Und was allen wichtig war, ich bitte den Jochen Seier zu mir. Jochen Seier, vielleicht auch mit Clemens Hartenbach. Jochen und Clemens, Clemens, das muss sein. Einmal kurz hier nach vorne in die erste Reihe. Die muss ich nicht vorstellen, in Freiburg, die beiden. Denn Jochen, ich übergebe praktisch mal ans, an euch, genau, denn ihr habt jetzt noch eine Verabschiedung vor von 3 Menschen, die euch alle sehr wichtig waren, jeder auf seine Art. Vielleicht übernimmst du kurz, Jochen. Ja, erstmal will ich auch nochmal Danke sagen für die unglaubliche Reise in diesem Jahr, die wir gemeinsam gemacht haben. Durch die Bundesliga, ab dem 2. Spieltag zwischen Platz 6 und 3 gependelt, Europa erreicht und gestern, glaube ich, haben die Jungs sich selber und ihr euch auch die Krone aufgesetzt. Es war ja ein fantastisches Erlebnis in Berlin und man spürt, der Verein ist größer als der Titel und wir bleiben auf unserem gemeinsamen Weg. Aber wie es immer so ist, am Ende einer Saison verlassen uns Spieler und ein Trainer. Ich würde, Krone, komm doch mal gerade mal nach vorne. Ja, Krone ist schon, muss man sagen, mittlerweile 11 Jahre bei uns. Ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Trainerteams. Und nicht nur ob seiner fachlichen Qualität, der Arbeit auf dem Trainingsplatz, die unzähligen Torhüter, die er auch in die Bundesliga gebracht hat, sondern auch, und das muss man sagen, und Trainer hat es vorhin in der Kabine auch schon gesagt, ja, da ist eine echte Freundschaft entstanden. Er wird weiter in Freiburg bleiben. Das freut uns extrem, auch wenn er einen anderen Job hat.
Aber ja, ich will dir, wir wollen dir, wir alle von ganzem Herzen Danke sagen für 11 wirklich intensive Jahre, extrem erfolgreiche Jahre im Innenleben des Vereins. Warst du ein extrem wichtiger Faktor im Trainerbüro. Von dem her ist alles gar nicht hoch genug zu bewerten. Von ganzem Herzen Dankeschön für die 11 Jahre und das ist dein Applaus. Sie wissen es alle, er geht zum DFB und wird versuchen mitzuhelfen, bei der WM zumindest sehr, sehr weit zu kommen. Andreas Kronberg, wir werden in Kontakt bleiben. Mikro sollte scharf sein, ja. Ja. Ich habe nicht zugehört. War das jetzt eine Frage? Ja, ich dachte vielleicht doch das ein oder andere Wort an die Menschen, ja, die über Jahrzehnte also dabei waren. Seit 11 Jahren hier. Seit 11 Jahren hier. Jochen hat vieles gesagt. Für mich eine wahnsinnig schöne Zeit und ja, es war mir eine Ehre, hier wirken zu dürfen und ich hoffe, ich werde dem Verein auf jeden Fall verbunden bleiben und ich hoffe, dass der ganze Realismus, der hier herrscht, dass das bleibt, weil es ist nicht einfach, in dieser Bundesliga zu bestehen. Ja, Yannick, auch mal gerne hier in die Mitte kommen. Auch dir. Und Yannick ist auch schon 6 Jahre hier. Mit die erfolgreichste Zeit, das SC mitgeprägt, komplett Bundesliga. Nächster Game ein 7. Jahr. Das haben wir auch in unserer Geschichte noch nie geschafft. U21 Europameister geworden in seiner Zeit hier beim SC Freiburg. Und auch von dir, auch von uns, von allen, von ganzem Herzen Dankeschön für dein Wirken, für deinen Einsatz, für die Qualität, die du auf den Platz gebracht hast. Und ich glaube, es sind mittlerweile auch 170 Spiele geworden, Pflichtspiele. Also eine sehr stolze Anzahl. Auch das, dein Applaus. Ja. Spektakulär verabschiedet mit dem Erreichen des Pokalfinales. Janek und gestern zwei unfassbaren Szenen, ja. Extremes Pech gehabt. Ich weiß nicht, aber wie verlässt du Freiburg? Ich meine, das wird einem ewig im Kopf bleiben. Ne? Latte getroffen, Innenpfosten getroffen, nach zwei tollen Aktionen. Ja, nur im Guten. Ich glaube, es war eine sensationelle Saison. Platz 6 sagt alles. Ins Pokalfinale zu kommen, das ist der absolute Wahnsinn. Wir waren so kurz davor. Ich beiß mir heute immer noch in den Arsch, aber... spätestens, wenn ich dann morgens mit den Jungs nach Mallorca fliege und zwei, drei Bierchen trinke, dann ist es hoffentlich wieder relativ schnell vergessen. Und danke für alles, war eine super Zeit, habe mich immer hier sehr wohl gefühlt und freue mich nächstes Jahr wieder hier zu spielen. Danke. Janne Gaberer. Ja, und Nico hat zwar schon seinen Bizeps gezeigt, aber er soll trotzdem noch mal nach vorne kommen. Ja, auch eine besondere Zeit bei uns gehabt, vom Karlsruher SC in unsere A-Jugend gekommen, dann ja, den Weg zu den Profis geschafft, das eine Jahr in Berlin und jetzt muss man sagen, dieses Jahr eine ganz, ganz außergewöhnliche Saison gespielt. Hast uns extrem geholfen, dieses Jahr unsere Ziele zu erreichen. Und ich habe mich etwas gewundert, als er vorher gesagt hat, ich bin kein Mann der großen Worte. Haben alle etwas gezuckt, weil in der Kabine ist es anders, auf dem Platz auch. Aber ja, also mit deiner Art, Fußball zu spielen, mit deinem Typus, sehr selbstbewusst, glaube ich, hast du uns eine sehr, sehr wichtige Komponente mit reingebracht. Und von ganzem Herzen Dank und alles Gute für deinen nächsten Schritt. Ja, wird auch eine schöne Herausforderung, die du aber, glaube ich, meistern wirst. Ansonsten hast du gehört, bist wieder herzlich willkommen. Thank you.
Ja, ich habe das Ganze gerade schon gesagt. Überglücklich hier zu sein. Freudige Gesichter hier zu sehen, obwohl wir gestern nicht gewonnen haben. Aber ich glaube, das Jahr war außergewöhnlich, ihr wart außergewöhnlich und wir alle haben was Großes erreicht und ich glaube, das ist das Außergewöhnliche hier. Und ja, ich wünsche dem SC Freiburg ganz, ganz viel Erfolg die nächsten Jahre, den Jungs vor allem. Ich glaube, die haben sich die große Bühne hier verdient, weil was hier abgearbeitet worden ist, was wir jeden Tag am Trainingsgelände schuften, das ist außergewöhnlich, glaube ich, in Deutschland. Und das macht den Verein so besonders. Und deswegen glaube ich, dass der Verein sowas wie heute hier verdient hat. Und wie gesagt, wir freuen uns alle hier zu sein. Ich freue mich irgendwann hier wieder zu kommen. Mal schauen, wann und wie. Aber ich glaube, dass ich mich hier ganz wohl gefühlt habe. Und deswegen, ich bin jetzt auch mal leise. Schönen Abend noch, ne? Ciao, ciao. Dankeschön, Nico Stotterbeck, Andreas Kronenberg, Janek Cabra. Und jetzt haben wir Nico gehört. Ich habe eben mal so über die Schulter geguckt. Ich erinnere mich an das Länderspiel, wo ich auch dabei sein durfte. Deutschland, Niederlande, da war Nico dabei. Und auch euer Torhüter, Marc Flecken. Freiburg hat immer gute Torhüter. Das hat mit Andreas Kronenberg zu tun, aber sicher auch mit Clemens Hartenbach, der ja auch Torhüter war, wie wir alle wissen. Ja, Marc, vielleicht kannst du noch mal so Richtung Abschluss jetzt, wir haben so noch 3-4 Minuten Sendezeit, sagen, ja, das war kein Traumstart, den du hattest, ne, mit der Ellbogenverletzung im letzten Jahr. Das war wahnsinnig schwer, sich zurückzukämpfen. Aber jetzt die Saison, ich meine, viel mehr kann eigentlich nicht klappen. Okay, der Titel gestern, aber es ist ansonsten ja alles unfassbar gelaufen, inklusive Berufung für die Nationalmannschaft. Wie das für dich aus deiner Sicht war? Ja gut, wenn ich mal zurückkommen auf das alles klappen. Wenn alles geklappt hätte dieses Jahr, dann hätten wir in die Champions League gereicht. Hätten wir den Titel gestern geholt. Aber die Ansprüche steigen, ja? Sollen aber nicht zu viel steigen. Wir sollen immer noch schauen, was für uns die Realität ist. Wir sollen einfach gucken, dass wir jedes Jahr wieder in der Bundesliga bleiben. Das ist schwer genug. Und ja, so wie man dieses Jahr gesehen hat, wenn wir ein gutes Jahr haben und was extra erreichen können, dann nehmen wir das natürlich ganz schön an. Und wenn dann halt mal so ein Pokal-Endspiel dazukommt, dann fahren wir halt alle nach Berlin. Wirst du Nico vermissen? Wirst du deinen Torhüter-Trainer Andreas Kronenberg schmerzlich vermissen? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich würde ihn nicht vermissen. Es war eine sehr schöne Zeit. Nicht immer einfach, aber es war eine tolle Zusammenarbeit mit alle drei, mit Krone, mit Nico und mit Janek. Ich werde die Jungs natürlich vermissen. Es ist ein Teil dieser Familie, der jetzt weggeht. Aber ich wünsche alle drei nur das Beste auf ihren Weg. Und wie sie selber schon gesagt haben, vielleicht kommen sie irgendwann mal wieder als Gegner oder als Teamkollege wieder zurück. Und wie gesagt, ich wünsche ihnen nur das Beste für die nächsten Jahre. Marc, danke schön. Gerne. Alles Gute. Und ich würde jetzt gegen Ende Jochen noch mal nach vorne bitten. Jochen, wir haben noch 2 Minuten ungefähr, deswegen brauche ich immer noch eine neutrale Stimme. Ihr habt eigentlich sind Jochen Seyer und Clemens Hartenbach gar nicht genug gefeiert worden. Clemens, komm auch noch mal nach vorne, denn sind ja wirklich die beiden Männer, die diesen Kader mit zusammenstellen mit Christian Streich. Clemens Hartenbach und Jochen Seyer. Ich finde, das darf an so einem Tag ruhig mal sein. Jochen, für mich ist das besonders, das zu beobachten. Wie ist es für jemanden, der hier über so viele Jahre arbeitet? Die Entwicklung? Oder? Ja, überhaupt das hier zu sehen, nein, das hier ist, Berlin. Das ist absolut fantastisch und ich bin jetzt auch schon, muss man sagen, im 20. Jahr bei diesem wunderbaren Verein und mitgestalten zu können, mit anschieben zu können, sagen wir auch diesen Weg mit begleiten zu können, ist schon was ganz Außergewöhnliches. Und klar, ich hätte natürlich, Krone hat es schon angedeutet, auch eine Bitte, dass wir genau auf diesem Weg bleiben, alle gemeinsam, weil klar, die letzten Jahre waren sehr erfolgreich, ein neues Stadion, jetzt Pokalfinale und nächstes Jahr fahren wir durch Europa.
Wir wissen aber auch, was auf uns wartet, was auf uns zukommt. Und ich glaube, wenn wir bei uns bleiben, wenn wir beieinander bleiben, so wie es auch gestern nach dem Abpfiff der Fall war, das war ein unvergessenes Erlebnis, ja, dann können wir Großes erreichen. Clemens, vielleicht eine ganz kurze Antwort noch aus der WG mit Christian Streich. Ja? Jetzt hier auf diesem Platz und sowas erreicht zu haben, was macht das mit dir heute? Ja, ich bin immer noch ein bisschen unentschieden. Ja. Manchmal schießt es wieder hoch und die Träne kommen noch mal kurz. Und manchmal freue ich mich aber über das Erreichte, aber schon noch wechselhaft. Ich glaube, wenn ich das sagen darf, ich kann das komplett verstehen, aber ihr könnt alle stolz sein auf das, was ihr erreicht habt als SC Freiburg. Herzlichen Dank, dass wir heute als SWR hier sein durften, dass wir diese Feier übertragen konnten. Ich verabschiede mich von den Zuschauern im SWR Fernsehen, bedanke mich hier bei der Stadt Freiburg, beim Bürgermeister, beim Sportclub, bei Ihnen allen. Es war eine grandiose Saison. Wir kommen sehr gerne immer wieder hier nach Freiburg. Alles Gute und tschüss. Dankeschön.